Innsbruck, die ersten Ergebnisse zur physischen und körperlichen Belastung in der Arbeitswelt zeigen ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Die besonders risikoreichen Wirtschaftszweige sind das Gesundheits- und Sozialwesen, die Hotellerie und Gastronomie und zum Teil Erziehung und Unterricht. Das Team der Euregio hat sich das erste Mal in dieses Konsortium von Arbeiterkammer Tirol, Arbeitsforschungsinstitut Bozen und Arbeitsagentur des Trentino eingebracht. Und gemeinsam haben wir gesehen, dass jeder mit seinen Stärken wichtige Beiträge für das Projekt leisten kann. Unser Beitrag war natürlich einerseits einen Teil der Finanzierung zu stemmen und andererseits auch sicherzustellen, dass diese Arbeit und diese Publikation im Sinne der Euregio ist und dieser gemeinsame Gedanke hier immer durchschlägt. Es freut uns außerordentlich, dass heute die ersten Ergebnisse vorgestellt werden konnten und dass wir uns am 18. Oktober wieder in Trient treffen werden, wo es dann um die Arbeitszeiten als Thema geht. Aus der Vogelperspektive der Europaregion betrachtet, zeigt sich bei sehr vielen körperlich belastenden Messgrößen ein deutlicher Unterschied dies und jenseits des Brenners. Das Bundesland Tirol ist beispielsweise stärker von körperlichen Arbeitsbelastungen geprägt als die Beschäftigten in Südtirol. Wir haben uns in der Euregio intensiv auseinandergesetzt, welche Themen wichtig sind, die wir gemeinsam bearbeiten. Dann war ein Thema die Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz. Und deshalb haben wir uns vereinbart, dass wir hier eine fundierte Studie machen mit der Partnerschaft der Arbeiterkammer Tirol und der Interessensvertretungen in Südtirol und Trentino, damit wir eine Grundlage haben, was die Menschen zu ihren Arbeitsbedingungen sagen. Jetzt ist diese Studie in Auswertung begriffen. Der zweite Schritt wird sein, dass wir uns überlegen, welche Maßnahmen sind notwendig. Sind gesetzliche Maßnahmen notwendig durch die Nationalstaaten? Sind Maßnahmen notwendig in den Regionen, in den Ländern Tirol, Südtirol und Trentino? Und was können die Unternehmerinnen und Unternehmer beitragen, damit sich die Arbeitsbedingungen noch mehr verbessern? Ganz nach dem europäischen Vorbild der alle 5 Jahre europaweit stattfindenden Erhebung der Arbeitsbedingungen von Eurofund haben die Euregio und ihre Partnerinstitute, die Arbeiterkammer Tirol, das Arbeitsförderungsinstitut Südtirol AFI und die Agenzia del Lavoro im Trentino eine umfassende Befragung mit 4.500 Interviews, 1.500 pro Landesteil durchgeführt. Wir sehen bei den körperlich belastenden Arbeitsbedingungen ein klares Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, Beschäftigte im Bundesland Tirol, die sind stärker körperlich belastet als Beschäftigte in Südtirol oder gar im Trentino. Der Unterschied zwischen dem Bundesland Tirol und dem Trentino, der ist sehr, sehr deutlich. Bei den psychisch belastenden Arbeitsbedingungen, da sieht es aber anders aus. Da sind wir in der gesamten Europaregion ungefähr auf einem Niveau. Da gibt es schon auch ein paar Punkte Unterschied, aber keinesfalls so wie bei den körperlich belastenden Arbeitsbedingungen. Nun können wir uns die Frage stellen, weshalb das so ist. Da gibt es eigentlich, so aus dem Stegreif gesprochen, 2 Gründe, die dafür sprechen. Und zwar einmal, dass es tatsächlich Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen gibt. Also ein Landesteil macht es schlichtweg besser als der andere. Oder es ist eine Wahrnehmungsgeschichte. Das heißt, die Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen, die hat ja mit dem Bewusstseinsstand zu tun. Wenn es ganz normal und üblich ist, dass es halt sehr laut zugeht auf dem Arbeitsplatz, dann sieht der Beschäftigte darin eigentlich kein Problem. Wenn hingegen ein Bewusstsein besteht, dass Lärm ein Problem ist, dann wird er angeben, ja, wir haben ein Lärmproblem. Und möglicherweise kommen diese Unterschiede auch so zustande. Das bedarf weiterer Untersuchungen. Psychisch belastende Arbeitsbedingungen wie Arbeitsverdichtung und emotionsbedingte Arbeitsbelastungen sind in der gesamten Europaregion grundsätzlich deutlich stärker ausgeprägt als die körperlich belastenden Arbeitsbedingungen. Wir wissen, in Zeiten wie diesen ist der Fachkräftemangel gerade sehr relevant. Unsere Studie befasst sich mit den Arbeitsbedingungen. Es ist wichtig, gute Arbeitsbedingungen zu bieten, zum einen für die Arbeitgeber, weil sie auf diese Weise sich leichter tun, gutes Personal zu finden. Gute Arbeitsbedingungen sind aber auch vorteilhaft für die Arbeitnehmer selbst. Die Leute sind gesünder, sie sind motivierter und produktiver
Und nicht zuletzt sollten wir uns auch für gute Arbeitsbedingungen bemühen für die Gesellschaft allgemein, denn das spart auf lange Sicht eben auch Gesundheitskosten. Die Studie, die wir in der Europaregion durchgeführt haben, hat 4.500 Interviews umfasst. Das heißt, wir haben in jeder Region, im Bundesland Tirol, in Südtirol und im Trentino jeweils 1.500 Menschen telefonisch befragt. Es waren ungefähr 20-minütige Interviews, wo wir diverse Themen des Arbeitslebens durchgefragt haben. Also von der Arbeitszeit über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, über die körperlichen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, aber auch Fragen wie der soziale Umgang im Betrieb, Diskriminierungen. All diese Fragen sind hier gestellt worden und werden jetzt im Laufe der nächsten 2-3 Jahre auch von uns ausgewertet. Wir bekommen dann auch die entsprechenden Ergebnisse von Eurofound später. Eurofound, die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, hat auch die gleichen Fragen europaweit gestellt in allen Mitgliedstaaten. Und so können wir unsere Ergebnisse hier in Tirol, Südtirol und Trentino auch mit den europäischen Daten vergleichen. Die Euregio-Studie EWCS, körperlich und physisch belastende Arbeitsbedingungen in der Europaregion, steht im Internet zum Download bereit.